So, weiter geht's. Ich will mal was versuchen. Dafür muss ich bis Mitternacht schlafen. Die brauche ich nicht. Die brauche ich dafür. Ich habe was anderes gemacht. Ja, alle am Wasserpfeifchen quallen. Folgendes. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hier gibt's ein Event. Das ist ein Drecksack. Den kannst du mal auf die Fresse, den kannst du die Fresse polieren. Allerdings muss das irgendwo hingehen, wo dich keiner sieht. Hier gibt es eine Stadtwache. Das bedeutet, du musst den ungefähr, wenn der die Kneipe so um 3 oder um 5 Uhr verlässt, musst du den so hier zusammenschlagen. Dann klaust du dem sein Gold und allem drum und dran. Dann gehst du zu jemand anderen. Er sagt, dass er sich mit Valentino auch geprügelt hat. Und da kannst du auch dem gleich die Spruchrolle des Vergessens ausprobieren. Dann vergisst er das nämlich. Deswegen da hinten, dass das keiner sieht. Dann kriegst du einen Ring von diesem einen Typen vor Matthäus Laden. Dann sprichst du am nächsten Tag hier mit dem hier, der sagt, dass er Valentino auch eins vor die Rübe geknallt hat, weil er seine Zeche nicht bezahlen konnte. Dann gibst du ihm den Ring von dem Valentino weiter. Und der gibt dir dann cooles Bier. Und ja, da musst du eigentlich nur warten. Also ein eingebildeter hey. Typ. Na, was bist du denn für einer? Ich heiße Valentino. Ich versuche den mir von Innos geschenkten Tag nicht durch Arbeit zu entweihen. Pass auf, was du sagst. Oh, Verzeihung. Ich wollte unseren Herrn nicht beleidigen. Bitte vergib mir, Herr. Hast du mir noch was zu sagen? Einem Mann in eurer Position stehen alle Möglichkeiten offen. Man muss nur erkennen, wann man zugreifen muss. Also, verschwende keine Zeit und greife zu. Normalerweise ist er ein richtiges Arschloch. Na gut, wir sind Magier. Jetzt heißt es warten. Der ist das. Warte mal. Ist hier irgendwas? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. Das ist das Problem. Das ist ein Markt, okay. Zeig mir deine Ware. Oh, die Äpfel nehme ich. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist der Typ, der Joe heißt, der hat aber... ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Joe ist ein von den... Wenn du innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Man muss einer Wache einen Turmschlüssel klauen. Dann kann man diese Türme öffnen. Da ist eigentlich nicht viel drin, nur ein, zwei Schwerter vielleicht. So besonders viel wertvoll sind die jetzt nicht. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ja. Noch mehr Ärger kann. Nein, von den Türmen ist Joe. Er hat sich von der Miliz dort einsperren lassen. Warum hört er eigentlich? Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden.
Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel wankt. Das geht jeden Tag so. Interessant. Okay. Vatras ist am Beten. Das höre ich zum ersten Mal. Der kann mir nichts mehr beibringen. Ich glaube, in diesem Turm ist er drin. Ich weiß noch nicht, wie man da reinkommt. Krass. Habe ich noch nicht gesehen, dass da eine Wacholder steht. Aber okay, okay. Jo. Wir könnten natürlich jetzt mit einem Heck die Zeit hinstellen oder Zeit raffen. Na, Zeitraffer mache ich mal. Ich würde jetzt einfach mal warten, bis der hier bis er hier rauskommt und nach Hause torkelt. Dann haue ich dem in einer unbeobachteten Ecke die Birne weich, raub dem das Gold und dann triggern wir die Quest. Währenddessen können wir ja eigentlich auch mal das Fleisch, was wir haben, hier anbraten. Wenn wir sowieso warten müssen. Ja, schade, dass wir immer neu zum Braten ansetzen müssen. Kurz reicht aus. 13, 14, 15, 16. Nachher wird uns das Fleisch noch schlecht. Das geht ja nicht. Zum Glück haben wir den so ein bisschen im Blick. Und naja, wir müssen auf jeden Fall warten, bis der Valentino hier früh morgens nach Hause torkelt. Es ist nur schade, dass man bis dahin nicht schlafen kann. Womit denn? Ah, super, hat geklappt. Hey, du. Alles klar? Ja, aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht in nächster Zeit. Der Schreck mit dem Ork steckt mir immer noch in den Knochen. Bosper sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Bosper einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage.
So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Da hast du recht. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Wo ist denn Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine Erst frag mich nicht. Ich war. Hast du nicht nach ihm gesucht? Ah, das ist noch da. Oh, ich dachte, der abgehauen, deswegen. Der Miliz gemeldet. Ach, Entschuldigung, deswegen habe ich das Ganze gerade geskippt. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich habe Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. So, machen wir mal wieder den Zeitraffer an. Bum, 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 hey! Oh, da traut sich noch eine Dame rein. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Meinen Sie das anders? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Gut, jetzt habe ich... Das ist ja interessant. Ich speichere mal ab, falls es Probleme gibt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ungefähr hier muss ich den verprügeln. Dass es keiner sieht. Na komm. Na warte, du Mistkerl! So, wir müssen den gleich ansprechen, dann ist er sauer. Dann setzen wir die Vergessenspruchrolle ein. Oh Mann, mein Kopf. Warte mal. Lass mich in Ruhe. Warte bis Lord... Warte mal. Jetzt ist er nicht mehr sauer. Hast du... Lass mich in Ruhe. So, jetzt gehe ich zu Ignaz. Sag zu ihm, dass ich sein... dass ein Zauber gewirkt hat. Schlafmütze ist bestimmt auch am Pennen. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und, hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft. Aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Coole Sache. Was kannst du mir denn beibringen?
Trank der Geschwindigkeit. 5 Lernpunkte. Ist recht günstig. Brauchen wir aber später noch selbst. Wir brauchen unbedingt Stärketrank. Gut, jetzt möchte ich aber die Quest weiterführen. Hier ist nur ein... Nee, hier sind 2 Betten. Super. Dann sind wir auch frisch und... Da bist du ja wieder. Ich habe hier Wolfsfell. Gute Arbeit. So, ein bisschen Gold haben wir. Mit dem müssen wir sprechen. Ich habe Valentino getroffen. Und? Ich habe ihm eine ordentliche Abreibung verpasst. Das hat er verdient. Hier, diesen Ring habe ich bei ihm gefunden, als wir unsere kleine Auseinandersetzung beendet hatten. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der meine Trachtprügel verabreicht. geil. Finde ich lustig. What's up? Sekunde. Valentino konnte letzte Nacht seine Zeche nicht bezahlen. Er hat irgendwas gefaselt. Er wäre ausgeraubt worden und würde später bezahlen. So was. Und? Was hast du gemacht? Na, ich habe ihm eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Was sonst? Hier, nimm diesen Ring. Was? Ich verstehe nicht. Er gehörte Valentino. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der ihm eine Tracht Prügel verabreicht. Zeig mal. Finde ich saugeil. Genial. Liebe ich. Ach ja. So, dann haben wir die Valentino-Quest hinter uns gebracht. Haben ordentlich Lernpunkte einkassiert. Dingsbumspunkte. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch eine andere Rüstung außer die beiden? Ja, habe ich. Er sollte lieber den Mund halten. Ach, hören Sie mir nicht sowas. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sag mir 7. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Du bist ein Schlitzohr, weißt du das? Na, meinethalben. Sagen wir 6 Goldstücke für jede Information. Gut. Ich brauche Informationen. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst... Dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Gut. Hey, du! Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Hier im Hafen gibt es keine Jobs für Leute aus dem Kloster. Und
glaub ja nicht, dass ich dich nicht erkenne, nur weil du andere Klamotten anhast. Du bist dabei, dich in Angelegenheiten einzumischen, die dich nichts angehen. Verschwinde. Ich glaube, das haben wir verkackt. Scheiße, und ich weiß nicht, wie ich der Liebesgilde sonst noch beitreten soll. Das ist schade. Ich glaube, das hätten wir am Anfang machen müssen. Naja, guck ich mal, ob das noch irgendwie anders da geht, weil ich würde ja schon gerne die Liebesgilde rein. Gut, blöd gelaufen. Aber Adanos ließ die Flut kommen Information und das Wesen gespült von der Erde. Ich glaube, zu dem kann ich noch mal hin, weil ich weiß ja so, weiß ja jetzt, warum die Paladine hier sind. Das will der Gavel auch wissen. Und da gibt's noch einige XP. Ja, hier in der Stadt gibt es einiges zu tun. Das gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Das hätte ich dir vorher sagen. Mit Joe möchte ich auch noch mal schwätzen. Hey, du. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Wirklich? Erzähl. Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minental zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Einige Probleme. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Danke für die Informationen. So wie es aussieht, haben wir alle Zeit der Welt, um unser Schiff zu bauen. Gut. Hallo, hey, Jack. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Ich mag den Kerl. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren. Und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da werden sie wenigstens raus aus meinem Turm. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Gut. Ich weiß auch, wo der Leuchtturm ist. Er ist gar nicht mal so weit weg von hier. Aber hatte ich nicht die Banditen da schon besiegt? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Es gibt nämlich auch wieder ein paar XP, nicht nur durch, nicht nur wegen dem Besiegen der Banditen, sondern auch, wenn wir dem Jack sagen, dass er da einreisen kann. Und so sprach Adam, dann werden wir das doch mal machen. Sollte eigentlich mittlerweile klappen. Ja, ihr merkt, dass ich jetzt gerade ein bisschen die Level rushe. Und zwar möchte ich ganz gerne... Feuerwurzel... Ach, ist doch scheiße, dass wir so wenig Kronstöckel haben.
Aber großen Respawn gibt es hier keinen, ne? Okay. Ja, ich will halt unbedingt das Elixier der Stärke halt haben, dass ich jetzt mehr ordentlich mal meine Stärke pushen kann. Von daher. Jo, müssen aber aufpassen. Wie ich ja schon sagte, zweites Kapitel Respawn. Bin mir aber nicht sicher, wo überall. Da sind diese Halunken. Der macht ganz schön brutalen Damage mit seinem Bogen. Oh, davon ist er schon. Jo. Nee, das mache ich anders. Gut. Der Typ macht gut Aua. Der Typ macht sehr gut Aua. Das wenigstens einer, der nah rankommt? Nein. Ups. Gut. Braucht dringend mehr Mana, ey, das ist ja unglaublich. Bei jedem vierten Feuerpfeil. Musste da schon spachteln. Super. Alter, ist der stark. Das Fuck. War's für dich, Penner. Drecksack. Scheiße. Nein. Kacke. Oh, shit.
Naja, ich würde sagen, dann mache ich hier einen Stopp und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau wieder an dieser Stelle. Und ich versuche alles nachzuspielen, weil das jetzt nochmal auf Video muss nicht sein. Bis dahin, macht's gut, ciao.